Ich habe schon öfters gehört, dass viele der Meinung sind im Internet, dass vergrößerte Porn, dass man das gar nicht loswerden kann, weil das ist ja genetisch bedingt, oder sind Follikelfilamente und die kann man ja nichts dagegen tun. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht und ich habe es wirklich geschafft, dass ich meine vergrößerten Porn losgeworden bin. Man sollte aber auch hierbei ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt vernarbte, vergrößerte Porn sind oder gefüllte, vergrößerte Porn. Ich bin bzw. ich war von beiden betroffen und habe meine vergrößerten, gefüllten Porn richtig, richtig klein bekommen. Also meine Haut ist so fein und meine vernarbten Poren, hierbei handelt es sich ja um Narben. Da kann man eben mit Hautpflege oder kosmetischen Behandlungen das ja nur beschränkt verbessern. Aber auf jeden Fall bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und ich kann euch da auch einfach zeigen, was ich gemacht habe, dass sich meine vernarbten, vergrößerten Poren auch extrem verbessert haben. Wie ich das geschafft habe, zeige ich euch am Schluss, weil wir fangen jetzt mit den vergrößerten, gefüllten Poren an, wo man eben schon etwas mehr dagegen machen kann. Das Thema Poren war damals wirklich ein sehr großes Thema bei mir. Ich habe damals wirklich sehr stark unter meinen vergrößerten Poren gelitten. Das war neben meinen Pickeln so das andere Hauptproblem von mir, weil ich wollte einfach nicht von nahen gesehen werden, weil meine Haut einfach so unrein war. Und ihr kennt es vielleicht selber, wenn man vergrößerte, verstopfte Poren überschminken will, das sieht aus wie ein Stacheligel. Und ja, weil ich aber damals dagegen kein Mittel gefunden habe, was funktioniert hatte, habe ich damals eben wirklich angefangen, täglich meine Poren auszudrücken, weil ich mich einfach sonst nicht wohlgefühlt habe, weil da einfach so viel drin war. Und so kam es eben auch zur Narbenbildung. Gerade in dem Bereich habe ich meine Narben bekommen. An den anderen Stellen waren die Poren zwar sichtbar, aber sie waren nicht so verhärtet. Jetzt so im Bereich von der Stirn waren die sehr groß. Aber ja, da konnte ich wenigstens noch Make-up damals drüber tun. Aber ich habe es dann endlich geschafft, dass ich diese größeren gefüllten Poren losgeworden bin. Und ich zeige euch jetzt, wie. Ich hoffe wirklich, dass viele dieses Video sehen, weil so könnt ihr wirklich verhindern, dass ihr später Narben bekommt, indem ihr einfach nicht anfangt, die auszudrücken, wie ich damals, und meine Methoden befolgt, weil so müsst ihr dann die am Ende nicht ausdrücken, weil es gibt bessere Methoden, wo man eben nicht drücken muss und somit es auch zu keiner Narbenbildung kommt. Bevor ich zeige, wie ich die vergrößerten, gefüllten Poren wirklich behandle und deren Neuentstehung vorbeuge, muss man erstmal die Voraussetzungen beachten, die man täglich einhalten sollte, damit man dann auch die Poren erfolgreich behandeln kann. Poren allgemein oder auch vergrößerte, gefüllte Poren entstehen ja wegen einer erhöhten Teigproduktion und einer Verhornungsstörung. Diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen. Denn durch eine verdickte, verhornte Hautoberfläche kann eben der Teig nicht mehr so leicht abfließen. Das heißt, unsere Poren verstopfen und durch die erhöhte Teigproduktion besteht zudem ein erhöhtes Risiko, dass die Pore verstopfen kann und dass eben die Porenausgänge dann eben größer werden und sich stärker weiten. Die Teigproduktion und Verhornungsstörungen, die können genetisch bedingt sein, aber auch hormonell oder können auch durch eine dehydrierte, fettige Haut verursacht werden. Da wir aber jetzt genetische Faktoren oder hormonelle Faktoren kaum beeinflussen können, setze ich persönlich an der Hautpflege an, weil damit habe ich, obwohl ich ein hormonelles Ungleichgewicht habe, sehr gute Ergebnisse erzielen können. Also ich meine, wie ihr seht, ich habe eine relativ reine Haut und ich habe mit meinen Methoden auch schon anderen sehr weitergeholfen. Somit kann ich hier auch von Erfahrungen sprechen. Um die Teigproduktion etwas zu mindern, also gerade bei einer fettigen, dehydrierten Haut, sollte man täglich nicht komedogene Pflegeprodukte verwenden, weil dadurch balanciert man das Ungleichgewicht zwischen Fettanteil und Feuchtigkeitsanteil in der Haut wieder aus, sodass die Teigproduktion verringert werden kann. Zudem hält die tägliche Feuchtigkeitspflege die verhornte Hautoberfläche schön weich, sodass zugleich die Entstehung von neuen Mitessern verringert wird. Ich verlinke euch hier auch meine aktuelle Pflegeroutine. Dass man eine Pflegeroutine hat, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber jetzt kommen wir zu der Behandlung, wie ich es dann wirklich geschafft habe, dass ich keine vergrößerten Poren mehr habe und allgemein nicht mehr unter Mitessern leide. Und zwar verwende ich schon seit einigen Jahren diesen Dr. Peel. Das ist jetzt kein gewöhnlicher Gesichtsscrubber oder wie die ganzen Teile heißen. Der hat wirklich eine sehr kleine Schaufel, die im Vergleich zu anderen Scrubbers oder die ich so getestet habe, viel stärker ist. Dadurch ist die Behandlung bei mir einfach erfolgreicher und es kommt einfach auch echt
viel raus. Anfangs habe ich das wirklich auch täglich verwendet, aber nicht im ganzen Gesicht, sondern nur an den Problemzonen. Und ganz wichtig ist es, dass man die Haut danach pflegt. Aber generell mit der Zeit sollte man den Dr. Peel dann nur noch alle 2 bis 3 Tage anwenden und dann je nach Bedarf. Neben dem Dr. Peel gibt es aber auch noch eine andere Technik, die mir persönlich auch sehr gut geholfen hat, um die Entstehung von Mitessern vorzubeugen, damit die erst gar nicht entstehen und ich auch gar nicht mehr so oft den Dr. Peel verwenden muss. Zwar ist es die Anwendung des BH-Peelings, weil das lockert die Verhornungen auf, beziehungsweise weil es fettlöslich ist, dringt das auch in die verstopften Poren ein und kann eben dort die Verstopfung dadurch lösen. Der Dr. Peel lockert auch etwas die Verhornungen auf, aber dadurch, dass ich das Fruchtsäure-Peeling eben auch regelmäßig anwende, brauche ich nicht mehr so oft den Dr. Peel. Oder ich mache es sogar so, dass ich das Fruchtsäure-Peeling zuerst anwende und dann anschließend den Dr. Peel, weil dann kann ich einfach noch mehr abtragen. Weil es ist manchmal auch so, dass bei manchen einfach die Verhornungen so fest sitzen, sodass sie erstmal mit dem Fruchtsäure-Peeling gelöst werden müssen, um dann mit dem Dr. Peel behandelt zu werden. Das Fruchtsäure-Peeling kann man auch alle 2 bis 3 Tage anwenden und danach muss man natürlich auch mal die Haut pflegen, weil wie gesagt, beide Produkte können etwas die Haut irritieren, sodass die Pflege danach sehr wichtig ist. Wie man den Dr. Peel und das Fruchtsäure-Peeling auch noch genau anwendet oder auch in die Pflegeroutine integriert, verlinke ich euch unten auch nochmal in der Infobox. Seitdem habe ich wirklich so ein feines Hautbild bekommen und ja, das Mitesserproblem ist für mich wirklich abgehakt, weil es gibt einfach keine bessere Lösung. Aber an was ich stetig arbeite, sind die vergrößerten, vernarbten Poren, die ich ja damals bekommen habe, weil ich meine Poren dummerweise ausgedrückt habe. Meine Narben sind auf jeden Fall besser geworden und ich will es euch kurz zeigen, mit was ich das geschafft habe. Und zwar verwende ich verschiedene Produkte, die die Hauterneuerung anregen und dadurch eben leichte Narben gemindert werden können. Einmal ist das AHA-Peeling, weil das regt sehr schön die Hauterneuerung an. Und es wirkt auch zugleich Hornhaut auflockern, sodass ich auch zugleich von diesem Effekt profitiere, was jetzt die Entstehung von Mitessern angeht. Und ja, das verwende ich so alle 2 bis 3 Tage, manchmal auch seltener, je nach Hautzustand. Dann führe ich auch regelmäßig Mikroneedling-Behandlungen durch. Die kann man so alle 10 Tage anwenden. Ich versuche sie wirklich regelmäßig durchzuführen, weil dadurch bleibt die Haut einfach schön prall und jung. Und ja, die regen auf jeden Fall sehr die Hauterneuerung an und deswegen ist das schon ein echt gutes Ding. Und dann ist auch ein Vitamin C Peeling sehr zu empfehlen, weil das regt auch die Hauterneuerung an, lockert die Hornhaut auf und lässt eben auch dunkle Poren aufhellen, sodass das auch ein richtig cooler Effekt ist, den ich damals festgestellt habe und deswegen auch bei der Behandlung von dunklen Mitessern sehr empfehle. Wie man die 3 Produkte richtig anwendet, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Methoden mal wieder sehr weiterhelfen. Wenn ihr irgendwie noch Ideen habt für neue Videothemen, dann schreibt mir sie gerne in die Kommentare und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, weil da seht ihr so ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Und vergesst auch nicht auf die Glocke zu drücken, weil dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues YouTube-Video hochkommt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.